So, hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe Angespielt. Wir spielen heute an das Spiel Session 7, also die siebte Sitzung. Und ich glaube, ich muss hier mal die Musik ein bisschen runterdrehen für mich. So, das ist schon besser. Ich habe mich noch nicht so wirklich viel darüber informiert, worum es in diesem Spiel eigentlich geht. Wir legen einfach mal direkt los und schauen mal, was auf uns zukommt. And what was life like for you there, Ryan? How did things go? Und wie war das Leben so zu dir, Ryan? Wie sind die Dinge gegangen? Was ist so passiert? Müssen Sie das fragen? Es war schrecklich. Das war kein Leben. Das war Überleben. And what was the worst part about it? Would you say? Und was davon war das schlimmste Part? Würden Sie sagen? Hallo? Sind hier? Die Ungewissheit, definitiv. Not knowing what was going to happen next or who was going to be waiting for me. Not knowing what would happen to me or my family. Das Schlimmste war einfach diese Ungewissheit, nicht zu wissen, was passieren wird, was mir passieren wird, wer auf mich warten wird, nicht zu wissen, was meiner Familie passieren wird. Wir bluten an der Hand. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Not knowing how the hell I was going to get out of there or if I ever would. Living in a constant state of fear. Nicht zu wissen, wie ich da rauskommen würde oder ob ich es überhaupt schaffen würde, in dieser permanenten Gefahr zu leben. Das war mit der schlimmste Teil. Siebte Sitzung. Session 7. Autsch. Wie zur Hölle ist das passiert? Ich muss meine Hand verbinden und ich denke, wir haben hier unten einen Medizinschrank irgendwo. So. Wir spielen also wieder ein kleines Point-and-Click-Adventure. Und schauen uns hier erstmal um. Wenn es hier irgendwo einen Medizinschrank gibt, dann noch bitte hier. Dann sagen wir hier erstmal Look at. Ja, wir haben hier einen Medizinschrank an der Wand und da oben haben wir auch. Okay, dann machen wir hier mal Open. Hier gibt es einige Bandagen und Scheren. So, dann würde ich sagen hier. Use Bandage Roll. Okay, erstmal schneiden wir ein Stück ab. Ich soll nicht das Ganze nutzen. Okay, dann machen wir Use die Schere mit dem da. Und dann sagen wir, wir nutzen das da. Das sollte erstmal reichen. Hallo, ist da irgendjemand? Ich muss hier irgendeinen Weg rausfinden. So, Klassiker für mich ist Schloss aufbohren. Deswegen schauen wir mal. Lock. Aber hier gibt es momentan nur die Tür, da unten ist unser Router. Hier gibt es einen. Es gibt hier nicht wirklich viel gerade, was ich sehen könnte. Also ich meine, hallo, du hast eine Bohrmaschine. Du hast eine Bohrmaschine, damit kannst du eigentlich alles anstellen, was du brauchst. Hier hätten wir eine Crowbar. Okay, Pickup.
Crowbar. Geht offenbar nicht. Dann schauen wir nochmal auf den Medizinschrank. Wir öffnen ihn nochmal. Nichts von Interesse derzeit. Okay, es ist aber auf jeden Fall unser Keller, weil wir wissen, dass wir einen Medizinschrank im Keller haben. Okay. Sonst sehe ich hier jetzt eigentlich erstmal für den Anfang nichts. Das ist eine interessante Sache. Da ist noch eine Tür. Da ist ein Fenster. Ein Fenster. Ein Fenster. Ja. Okay. When you first realized you were trapped, what did you do? Als Sie zum ersten Mal verstanden haben, dass Sie gefangen sind, was haben Sie da gemacht? Ich bin einfach ausgerastet. Es war erschreckend. Ich wurde frustriert. Ich habe versucht herauszufinden, was ich getan habe, bevor das alles angefangen hat. Ich blieb ruhig. Ich würde nicht einfach nur aufgeben. Das andere bringt auch nichts. Ich gab mein Bestes, um herauszufinden, was los ist. Ich würde mich nicht einfach nur hinsetzen und es einfach zu akzeptieren. Besonders dann nicht, wenn meine Familie in Gefahr sein könnte, würde. Ich habe mich überall umgeschaut, um nach Hinweisen zu finden, irgendwas, was mir helfen könnte, die Katastrophe zu beseitigen, in die ich mich gebracht habe. Und ich schätze, das fing damit an, wie ich überhaupt herauszufinden, wie ich überhaupt in diesen Platz gelandet bin. Nun, warum fangen Sie dann nicht dort an? Nun, das legt ja nahe, dass ich überhaupt eine Idee hatte, warum ich dahin gekommen bin. So, dann sagen wir hier mal, schau mal. Eine leere Schachtel Haselnüsse. Sieht so aus, als ob ein Tier sie aufgenagt hätte. Oder auf ihr gekaut hätte. Das heißt, es gibt eine Maus. Dann schauen wir uns mal die Krümel an. Seit wann lässt Cynthia Krumen in ihrem Haus herumliegen? Sieht aus wie Plastik und Papier. Dann schauen wir uns mal die Sockets an. Ja, die Sockets funktionieren sogar. Also sie arbeiten. Dann machen wir mal Use Sockets. Du kannst die Dinger ausstecken. Okay, ist egal. Also, was ich als erstes machen würde, wäre die Drilling Machine. Wir würden die erstmal anschauen. So, dann würde ich die erstmal nehmen. Pick up Drilling Machine. Use Drilling Machine. With Door. No Power. Okay, use drilling machine with sockets. Okay, die Steckdose ist Dings, seit sie eingezogen sind und er hat nie die Chance gehabt, meine Fresse, hat nie die Gelegenheit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Okay, dann nehmen wir die und dann benutzen wir die mit den Sockets halt. So. Dann nehmen wir die und benutzen die mit der Tür. Okay, das hat nichts gebracht, außer die Dinge
aufzuwärmen, aber ich möchte nicht, dass sie explodiert. Okay, hier gibt's eine Workbench. Dann können wir die doch mal anschauen. Okay, er hat seinem Sohn quasi versprochen, ihm eine Seifenkiste zu machen, hat ist aber nicht dazu gekommen und inzwischen braucht er die wahrscheinlich auch nicht mehr. So. Dann schauen wir doch mal uns das Schloss an. Die Tür des Schrankes ist verschlossen. So, ich möchte mal kurz gucken. Settings. Okay. Hier gibt es noch weitere Krümel. Schau, die Krümel. Okay, wir machen hier mal die rechte Tür auf. So, was gibt's hier? Da gibt es ein Drohnenpaket. Dann sagen wir hier mal Look. Okay, das benutzen wir kaum. It was pretty fun freaking the neighbor's dog out with it though. Okay, es war aber ziemlich lustig, den Hund durchdrehen zu lassen, der Nachbarn. Tolle Erinnerung. Arts and Craft Supply. Okay, dann sagen wir hier mal, wir schauen uns die Bücher an. Okay. Ja. Also, die hat irgendwie so Notizbücher gemacht, als während Landon aufgewachsen ist und irgendwann hat sie halt aufgehört, das die zu machen und seitdem was auch immer. So, da oben sind noch pa Cardboards. Okay. Da sind einfach leere Cardboards, also quasi für so Register. Einfach zum Ausprobieren. So, da oben ist sonst nichts mehr. Wir können, ich weiß, wir können diese Brechstange nehmen. Da ist ein Boiler. Damit können wir uns selber quasi ertränken, wenn wir das wollen. Da oben ist auch ein Fenster. Das schauen wir auch nochmal an. Okay, da kommen wir nicht durch. Ja. So, dann schauen wir uns hier nochmal um in aller Ruhe. Da sind Truhen, die interessieren mich gerade nicht. Da ist ein Kaktus, der interessiert mich gerade auch nicht. Da ist eine Box, die schauen wir uns mal an. Also eine Schachtel, eine Kiste. Schrauben und Nägel in dieser Box, in dieser Schachtel, in dieser Kiste. Okay. Die schauen wir nicht an. Dann schauen wir uns die Kiste mal an. Schreibmaterialien in dieser Schachtel. da hat jemand dran rumgebissen, vielleicht haben wir ein Rattenproblem. Dann schauen wir mal und öffnen diese Schachtel. Papier und Plastik. Und ein. Oh. Genau. Wie heißt denn das jetzt nochmal? Eine Büroklammer. So, dann schauen wir uns doch mal den Tisch an. Sind hier das Arbeitstisch? Dann schauen wir uns mal das Bulletin Board an. Elenas Teacher. Okay, also Cynthia hat sich da organisiert, was sie will, also sie mit dem Immobilienmakler, mit der Bank, mit Landons Lehrern und so weiter. So, Landon hat da irgendwas in die Ecke gemalt, aber man kann es nicht mehr lesen, weil es schon längst verblichen ist. Okay, so, dann können wir uns noch die alten Teppiche angucken. Ja.
Okay, die haben diese Teppiche gekauft, waren aber nicht zufrieden damit und es hat Cynthia fast ein Jahr gedauert, gebraucht. Cynthia hat fast ein Jahr gebraucht, bis sie endlich glücklich mit dem Ding war. So, dann können wir hier nochmal die Gitarrendinger angucken. Alte Gitarre. Okay, da können wir mal öffnen. Okay, er hat früher jedes Jahr, er hat jeden Abend Landon in die Nacht gespielt, aber er wusste gar nicht, dass das Ding hier ist. So, kann es aufmachen. Und ein Paket mit Dingsbums ist rausgefallen. So, dann würde ich sagen, hier Pickup, die Strings. Dann würde ich sagen, Pickup die Gitarre. Nee, die wird er nicht rumtragen, klar. Dann können wir hier noch sagen, Pickup ein bisschen Papier. Okay, aber vielleicht Cardboard. Dann würde ich hier sagen, Pickup Cardboard. Okay, wir sagen hier mal Pickup die Crowbar. So, dann würde ich die hier mal nutzen wollen mit dem Schloss. Ach, war so klar. Ja. Das war so klar. Okay. Dann schauen wir uns die mal an. Genau. Unzuverlässiger Quatsch. So. Kann man den nutzen mit dem Schloss vielleicht? Ja, wir brauchen allerdings noch einen zweiten. Okay, dann sagen wir hier mal Open. Ja, Nägel wären vielleicht fast so gut wie Dings da. Je nachdem, wie groß dein Nagel ist. Okay. Wenn du meinst, dass du das nicht brauchst. Okay, wir schauen uns mal die Werkzeuge an. Seine alten Werkzeuge. Warte mal, eine davon fehlt. Verdammt, ich habe Landon immer gesagt, er soll das Zeug zurückbringen, was er braucht, was er sich ausleiht. Okay, wir sagen hier mal Use du mit dem Schloss. Ja, das habe ich mir gedacht. Funktioniert natürlich nicht. So, wir nutzen mal den Lichtschalter. Okay. Dann nehmen wir mal das Bild. Dann sage ich hier mal, schau auf dieses Bild. Ein altes ein Foto von Cynthia, Landon und mir. Wir sehen dort glücklich aus. Open. Okay, muss nicht geöffnet werden. Glauben wir das halt auch noch. So, dann machen wir hier mal open die Schublade. Also öffnen. Leer, das ist auch gut. Jo, schön, dass du es gleich wieder zumachst. Dann muss ich es nicht machen. Und die andere Schublade, die ist abgeschlossen. Okay. Wir bräuchten noch einen zweiten. Oh, da sind Haselnüsse. Dann nehmen wir die mal. Wer weiß, wie lange wir hier unten eingesperrt sein werden. So, was gibt's hier? Hier gibt es auch noch so. Ah, da gibt's nichts. Dann schauen wir mal auf das Porträt. Das ist eines von Landons Schulbildern. Und er findet es seltsam, dass es hier unten ist. Finde ich nicht so seltsam, wenn die Mutter hier ab und zu rumarbeitet und so, aber okay. So, die Gitarre. Der Gitarrenkasten. Dann schauen wir uns mal die Ordner an. Lauter unterschiedlich gefärbte Ordner, voll mit Dokumenten für das neue Haus, für die Steuer und einige Papiere weg für Länden. Mir war nicht klar, was
was Cynthia alles so gemacht hat, während ich bei der Arbeit war. So. Aber hier gibt es sonst nichts anderes. Kann ich den Router nicht ausschalten? Nein. Okay. Gut, also ich komme nicht hier hoch. Dann sage ich vielleicht Use Workbench. Ja, du sollst auch okay. Wir haben hier noch einen Kaktus, da sind noch so Krümel. Wir haben noch so ein Medikkabinett. Dann sagen wir, schauen uns mal die Schachteln an. Mann, umzuziehen erzeugt so viel, was auch immer. So, wir schauen uns mal das Regal hier an, bevor wir irgendwas anderes tun. Alte College-Bücher von Cynthia. Also dieses Bücherregal besteht hauptsächlich aus alten College-Büchern von Cynthia. So, da ist noch eine Box. Da sind Books, da ist eine Box. So, wir schauen mal die Box an. In dieser Kiste ist lauter Zeug, von dem ich noch nicht sicher bin, ob ich es wegwerfe oder nicht. Ja, sowas kenne ich. Einige Garantiekarten im oberen Teil. Okay, da ist ein Buch. Ja, da ist schon wieder ein Cardboard. Das nehmen wir mal. Cardbox Box ohne Einschriften. Das Ding habe ich jetzt weggeklickt. Das ist jetzt ein bisschen ungeschickt. So, dann sagen wir nochmal Look. Müssen Cynthia oder Lenden gehören. Okay, wir haben hier auch Cardboxen. Also, ja, so Kartons halt. Und da oben, das heißt, da oben müssen wir auch gar nicht mehr hin. Hihi. So, wir schauen mal den Kunstbedarf an. Cynthia hat diesen Teil des Schrankes übernommen und dort ihren Kunst- und Handwerkszeug untergebracht. Voll mit aller Art Glitter, Farbe, Kleb und was auch immer. Allerdings sieht es so aus, als ob sie einiges davon schon länger nicht mehr angefasst hat. Ja, so ist das immer mit diesem, wenn man im Leben hineinkommt. So, wir könnten hier mal Pickup sagen. So, wir könnten hier mal Open sagen. So, dann könnten wir hier mal sagen Walk to Drone. Können wir hier mal sagen Look Remote. Ein Hand Dingsbumsens. Okay. Platz für zwei Batterien. Scheinbar leer. Natürlich. Schauen wir dich mal an. Oh Mann, das haben wir kaum benutzt. Ja, das kennen wir schon. Tolle Erinnerung. Okay. Gut. Dann würde ich gerne mal Folgendes probieren. Ich würde sagen, Use Cardboard with Door. Okay, das geht also nicht. Dann sage ich doch mal, Use Crowbar with Door. Das geht auch nicht. Dann sage ich immer Use Light Switch. Okay. Use Light Switch. Wir müssen die Stromrechnung nicht in die Höhe treiben. Okay. Was haben wir jetzt eigentlich im Inventar? Wir könnten eigentlich die Bandagenrolle. Okay, wir könnten den Spaß mit dieser Rolle benutzen. Ja, habe ich verstanden. Dann würde ich vielleicht sagen, use ihr da mit Screwdriver. Okay. Das mag er nicht. Ja, dann ist ja hier mal die Frage, okay, wie mache ich ihn hier weiter? Ich bräuchte noch einen Paperclip. Aber ich wüsste gerade nicht, wo ich da noch einen herkriegen sollte. Wir könnten eigentlich mal sagen, Push oder Pull
So ein Crates. Ich möchte die nicht bewegen. Okay. Möchte er nicht, von mir aus. Dann schauen wir uns mal den Boiler an. Der Boiler, der halt das heiße Wasser am Laufen hält. Ich könnte jetzt echt eine heiße Dusche vertragen. Okay. Wir könnten mal zum Fenster rausschauen. Ja. Ich dachte, du guckst raus, ob da draußen jemand ist. So, dann können wir hier nochmal die Box anschauen. Landons alte Comicbücher. Dann würde ich sagen, hier, mach mal die Box auf. Okay. Also zum Verkaufen kann man die auch nicht wieder benutzen. Da sind nur Comicbücher drin und die sind ganz schön zerfleddert. So. Alte Medikamente für ihn, also alte Rezepte. Worum ging's da? Xanax-Verschreibung, die ich vor einigen Jahren erhalten habe. I think we could both benefit from learning a little bit about more about yourself. Ich denke, wir könnten beide ein bisschen mehr davon lernen, wenn wir könnten beide davon profitieren, wenn wir mehr über dich wissen. Wie was? Nun, was arbeitest du? Ich bin ein mechanischer Ingenieur. Magst du, mögen Sie Ihre Arbeit? Oh, kann mich nicht beschweren. Das ist gut. Zu mögen, was man tut, ist wichtig. Nun hat es dich genervt, dass du die Stelle wechseln musstest, um bei deinem Sohn zu sein? Ja, ich gehe mit Veränderungen schlecht um. Ja, ich hatte es gut, wo ich war. Nein, das ist mir total egal, solange ich mit meiner Familie zusammen bin. Und ich mein Leben finanzieren kann. Das ist gut zu hören. Die Familie ist das Unterstützungssystem. Anyways, work isn't the only thing that makes up a man. What would you say you do for fun? Nun, Arbeit ist nicht das Einzige, was Menschen ausmacht. Was machen sie, um Spaß zu haben? Oh, ich weiß nicht, ich spiele Gitarre. And do you find that playing helps you when you are agitated? Und denken Sie, dass die Gitarre spielen Ihnen hilft, wenn Sie sich aufgeregt haben? Müssen Sie es so nennen? I'm sorry, is there something else you would prefer I call your episode? Nun, wie würden Sie Ihre Episoden nennen? Well, I don't know, it ist nicht wichtig. Abgesehen davon habe ich kein Problem gehabt mit dieser Geschichte für sehr lange. Ist das wahr? Nehmen Sie Ihre Medikamente regelmäßig? Glauben Sie mir nicht? Okay, also wir klettern da nochmal durch. Vielleicht finden wir ja noch was. Einfach noch mehr und eine Batterie. Eine, nicht zwei. Und was ist das da am Boden? Ein Sitzungslog? Cynthia muss sie aufbehalten haben, aufbewahrt haben. So, dann sagen wir mal, wir schauen uns mal den an. According to the date, this therapy session happened some months ago. War wohl ein paar Monate her. Da steht Dr. Johnson. When you first realized you were trapped, what did you do? Als du zum ersten Mal realisiert hast, dass du gefangen bist, was hast du da getan? Ich blieb ruhig, weil ich nicht einfach nur aufgeben wollen würde.
I did my best to figure out what was going on. I wasn't just going to sit down and take it. Especially not if my family was in danger somewhere else. Woher weiß ich denn das? Hier hört's auf. Die andere Seite scheint zu fehlen. Es ist ja nicht so, als ob ich mich daran erinnern würde. Das ist witzig, weil das genau das ist, was wir gerade eben erst gesagt haben. Okay, das heißt, wir kommen da wahrscheinlich irgendwann mal wieder zurück. So, dann schauen wir mal das Buch hier oben an, weil das so einzeln liegt. RFID applied. Oh, angewandte RFID-Technik. I wonder what it's doing on top shelf compartment. Ich frage mich, was es da oben macht. Landon war interessiert in der RFID-Technologie. Aus irgendeinem Grund einige Zeit, vor einiger Zeit. Vielleicht hat er es da hochgelegt. Okay, wir nehmen das mal. Und wir schauen's mal an, indem wir es öffnen. Das ist ein Buch über RFID-Technologie. I wrote a research paper about it at the university. Ich habe ein Forschungspapier darüber aufgeschrieben in der Universität. Okay, also was würden wir denn tun? Ich würde gerne mal die Haselnüsse öffnen. Ich kann die nicht öffnen. Warum kannst du die nicht öffnen? Benutze die Schere mit den Haselnüssen. Okay, dann machen wir benutze die Schere mit dem Mäuseloch. Magst du die? Jep, hat er gemacht. Okay, dann sagen wir, wir schauen mal in das Mäuseloch. Ich fühle mich, als ob mich jemand anschaut. So, dann würde ich mal gucken, ob in diesem Mäuseloch vielleicht was ist. Der wird jetzt gebissen. Wer weiß schon, was sich da versteckt. Okay, dann würde ich mal so eine Haselnuss mit dem Kaktus benutzen. Schau dir das an. Was für eine Ratte. Also, was für ein Biest. Aber man sagt halt im Deutschen eher Ratte. Dann use okay. So, ich will den ja irgendwo einfangen. Oh, das wäre bitter. Okay, ich muss mal einen Moment drüber nachdenken, wo ich die Maus hinlocken wollen würde. Ich könnte theoretisch eine Falle bauen, wenn ich einen Eimer hätte. Wie zum Beispiel das da. Okay, das will er nicht rumtragen. Irgendeine Schachtel, die okay. Ja. Oh, da gibt's noch eine Decke. Unsere Picknickdecke. Dann würde ich die mal nehmen. Unsere alte Picknickdecke. Ich hätte nicht gedacht, dass wir sie aufbewahrt hätten. Cynthia und ich haben eine Menge Zeit auf dem Ding zusammen verbracht. Ganz besonders bevor Landon geboren wurde. So.
Und dann sage ich hier Look at Flashlight. Nun, da gibt es eine Taschenlampe unter der Decke. Die nehmen wir doch auch mal. Wir können die theoretisch öffnen. Das Batteriefach ist leer. Okay, darunter ist nichts mehr. Da sind die Comicbücher. Da sind einfach nur Bücher. Da ist die Box. Da sind noch Bücher. Die können wir auch noch mal kurz anschauen. Meine alten Engineeringsbücher, Ingenieurbücher. Ich behalte sie aus sentimentalen Gründen. Ja, das tut man oft. Okay. Können wir die Schachteln öffnen? Sie sind leer. Wir behalten sie einfach nur für den Fall, dass wir nochmal umziehen müssen. So, gibt es hier sonst noch was? Nee. Okay, ich würde ganz gerne die Kiste mit Nägeln nehmen. Also eigentlich okay. Eigentlich können wir es auch lassen. Es geht ja bloß darum, dass ich quasi die Maus aus dem Loch locken will. Ja, wie auch immer. Da war gerade ein komisches Geräusch. Seltsam. Okay. Wir können natürlich jetzt noch sagen, use Hazelnut hier. Use Hazelnut. Use Hazelnut. Da. Use Hazelnut. Da. Ich habe noch keinen Plan, was ich eigentlich erreichen will. Muss ich mal sagen. So, ich würde dich gerne dahin packen. Würde ich bei dir gerne sagen, jupp. Und zwar dahin. So, dann würde ich sagen, pick up Maus. Push Cactus. Ouch. Pull Cactus. Ouch. Können wir das nicht. Ach, Cardboard. Das können wir ja noch machen. Okay. Also eigentlich sind die nicht total nutzlos, aber. Naja. Okay, dann sagen wir hier, use du. Use du, also use Haselnuss du, use Haselnuss du und use Haselnuss du. Okay, und dann sage ich use Cardboard mit Mäuseloch. Use Bandage Roll, okay, das macht er auch nicht. Use Drug Prescription with Crumbs. Also ich muss die Maus irgendwie rauslocken, aber ich weiß nicht warum. So. Was machen wir mit dem Kaktus? Das weiß ich auch noch nicht. Sage ich immer Open RFID Book. Ah, warte mal. Okay, use R
Use. Kein Picknick für jetzt. Okay. Use Flashlight with mouse hole. Use battery with flashlight. Use flashlight with mouse hole. No power. Okay, look at flashlight. A regular flashlight battery compartment has room for two batteries. One battery is installed. Okay. Open. Kriege ich die Batterien auch wieder raus? Ja, okay. Also ich brauche zwei Batterien. Wo auch immer ich die jetzt noch herkriege. Da gibt's noch eine Schublade. Okay. Mir gehen gerade ein bisschen die Ideen aus, aber ich habe jetzt auch schon einiges an Zeit investiert. Wenn ihr noch Ideen habt, dann könnt ihr mir natürlich kommentieren. Vielleicht machen wir dann nochmal ein bisschen weiter. Oder ihr könnt euch selber das Spiel bei Steam runterladen. Das ist meines Wissens kostenlos. Der Link ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Ich wünsche euch bis dahin eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao.